Okay. Ich schätze mal, ich will jetzt noch ein bisschen auf den Dächern erkunden, bevor ich hier zum Momo aufbreche. Wir haben bestimmt noch einiges nicht gesehen, was sehenswert wäre. Wird nochmal auf die Dächer hochklettern. Unter anderem die Wäscherei haben wir noch nicht gefunden. Sollten wir uns vielleicht irgendwie mal einen Plan machen, wie wir da hinkommen. Auf der Suche nach Waschmittel. Super Spirit Waschmittel oder wie es hieß. Würdest diese Kabel kaufen und Poncho machen lassen. Die da drüben war ich glaube ich auch noch nicht. Bei den Kollegen dort. Da können wir noch ein paar Flaschen runterwerfen. So wie das muss. Die noch zwei. Die werfen sich gegenseitig Sachen zu. Oh, Farbeimer. Na, das ist ja der Katze heilige Pflicht. Ich kann nichts umwerfen. Lass Vapora bitte in Ruhe. Sie ist so sehr tollpatschig. Okay, ist die da unten? Okay, ich weiß, wie wir jetzt ärgern müssen. Das war wohl nichts. Hoppla. Da passiert was. Hab da schon wieder die Scheiße runtergeworfen. Ups. Jetzt ist. Jetzt können wir vielleicht dort unten. Da wird geputzt, vielleicht können wir da unten jetzt rein. Vielleicht können wir die Chance, die Gunst der Stunde nutzen. Da rein zu lange, wo wir nicht reinkämen. Ja, die Wäscherei hier. Genau, hier wollten wir ja rein. Finden wir vielleicht super Spirit. Genau hier. Das Reinigungsmittel. Das brauchen wir als Bezahlung für das. Für die Kabel. Und die Kabel können wir uns dann von Oma zu einem schönen Poncho stecken lassen. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, tollpatschige Racker. Okay, wer ist hier? Dem können wir nicht reden. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon. Der sucht nach Notenblättern. Er sucht im Müll nach Sachen. Oh, hier eine Erinnerung.
Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Es scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Dann werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine Kelly anfühlt. Tut mir leid, ich wollte dir nicht die Stimmung verderben. Lass uns weitermachen. Okay. Oh, hier gibt es eine Limo-Dose. Eine Energy-Drink-Dose. Davon brauchen wir jetzt nur noch einen. Zwei haben wir schon. Und noch einen dritten finden. Können wir uns dann auch die letzte Sache kaufen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen Automaten auf dem Weg. Ja, das war die finstere Gasse, in der es absolut nichts gibt. Nichts Interessantes. Rosie. Wenn also heute das Morgen von... okay, das hatten wir schon. Der Philosoph hier mit den Robotern. Ja. Lass uns mal weiter hier. Okay, der Wächter sucht noch jemanden, den eine Sicherheitszone gebrauchen könnte. Kann den Automaten dürfen wir nicht ran. Ist außerdem leer. Ich höre noch Musik. Ja, eine Jukebox spielt das Lied von dem. Wie hieß das nochmal? Dass nachts du Holz am Rechnen bist. So, jetzt kaufen wir dem zumindest erstmal sein Kabel ab. Ach, verdammt. Nochmals hallo, was willst du jetzt? Es ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch würde ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Bitteschön. Neuer Gegenstand errungen. Stromkabel. Dosen Energy Drink. Okay, wir müssen noch irgendwo ein Energy Drink finden. Dann haben wir ja alles gekauft. Auf zur Omi. Omas Kleidung. Okay, das geht hier lang. Da sind wir schon. Omi, ich hab was für dich. Das ist süß mit dem Herzchen. Du Kleines, hast du das Stromkabel für mich? Würde ich gerne ein Poncho von stricken, aber dazu brauche ich gerne ein Kabel. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Okay, wir warten hier. Mein Gegenstand errungen. Das ist ja kleines, das wird dir gut stehen. Einige meiner besten Handarbeiten. Können wir den anziehen, den Poncho? Omas Kleidung.
Sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Wieso ein Roboter? Den will ich selbst tragen. Ich dachte, den können wir selbst tragen. Aber nö, das müssen wir dem Roboter geben. Wir selbst dürfen das nicht tragen. Vielleicht braucht der. Vielleicht braucht der Momo ja später so einen. Oder wir brauchen den für eine wichtige Quest. Das dritte Ding hier brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Okay, wo finden wir noch eine Energy? Gibt bestimmt nicht, hier waren wir schon. Müssen wir uns mal umgucken. In welcher Ecke waren wir denn noch nicht? Da steht hier noch irgendwo ein Automat rum. Ganz bestimmt steht hier noch irgendwo ein Automat rum. Ich habe ihn bloß noch nicht gefunden. In der Gasse noch ein Automat. Ne, hier gibt es absolut nichts. Okay. Hier können wir hoch. Oh, hier waren wir schon. Hier gibt es irgendwo auf den Dächern noch einen. Wenn wir nicht genutzt haben. Den haben wir schon. Okay, da müssen wir gleich später noch hin. Geht's zum Momo? Im Radio und Schild. Da will ich jetzt noch nicht so unbedingt hin. Und ihn hatten wir schon. Ja. Irgendwo von hier oben noch Automaten zu sehen. Die man plündern könnte. Waren wir hier schon drin? Ne, waren wir noch nicht. Kommt mir zumindest sehr unbekannt vor. Endlich mal ein Sofa zu kratzen. Das Bild haben wir schon öfters gesehen.
hier gibt's was zu übersetzen. Jedoch, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, den Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Sie ist die Bibliothekarin. Okay, hier ist irgendwo ein Safe, den wir damit aufschließen können. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Oh, Notengatz. Fantastisch. Nein, können wir uns ins Regal legen. Ein bisschen entspannen. Ich habe schon so einen Verdacht, wo der Tresor ist. Ist sehr großartig. Das ist eine Spinne. Ich denke, da drüben gibt es was zum Stadtbücher zum Umwerfen. Dann müssen wir es von der anderen Seite machen. Mal schauen, ob wir das mit Tresor noch finden. Und du weiter hoch. Okay, und du musst mal da hochkommen. Notizbuch. Das ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol darauf. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken Vorlampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zugs auf dem unseren Weg zur Außenwelt abzuwehren.
Ja, stopp mein Lesen. Ich kann nicht mehr lesen. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter Realbedingungen testen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem der uns der Wächter erzählt hat. Ja, ja. Wir können wir uns noch was mitnehmen. Hier die Spray-Dose dort. Vielleicht könnte nützlich sein. Oder auch nicht. Alles nur für diesen kleinen Hinweis. Ich meine, immerhin haben wir jetzt von den Dingen erfahren. Es ist doch schon mal was wert. Ich hatte aber eher gehofft, dass wir hier nochmal irgendwie den Tresor vielleicht noch ein bisschen über Energy Drink tun ist, aber so. Dass man als Währung mal gebrauchen könnte. Hoppla, reicht nicht. So, ich denke, versuche ich mal langsam aus dem Momo zu kommen. Der uns hier die ganze Zeit angepriesen wird. Weiter müssen wir rüberkommen. So, hier hoch, hier hoch. Mach kaputt. Ah, da geht's nach unten dann. Vielleicht können wir jetzt mal hier. Ich denke, wir sind hier richtig. Oh. Hallo, Leute. Und das meine ich mal, wo ist. Fernseher funktioniert mal wieder nicht. Nö, wir gucken uns hier erstmal um. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von. Könnte ich nicht lesen. Nur noch die Höhe irgendwie. Ah, so. Mit etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Erstmal schön spielen. Okay, erstmal Teppich kratzen. Na, die Tüte, oh nein.
Das ist fürchterlich, die Störung. Ohne Tüte. Nein, wo geht man hier? Wo sind wir hier hin? Wir müssen den Putz von der Wand kratzen. Endlich habe ich das gelernt. Das Kratzen. Kratzen, kratzen. Es wird gar nicht warm, die Heizung. In einer Hund. I come too. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht. Glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Die Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, das zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Eine Erinnerung gefunden. Sind unter Bett verglichen. Okay. Sieht so aus, als wäre es gleich in ganzer Zeit. Mal mit ihm zu reden. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Das bin ich ganz alleine. Hey du, was willst du? Ist ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz alleine. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Scheiß-Sender-Empfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine. Wenn du wirklich nach da draußen bist. Notizbuch von Momo. Mein Gegenstand darum. Du bist doch nicht allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Aber Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Ich muss mich einen Blick in sein ins Notizbuch werfen, was uns gegeben hat. Das ist mein Fest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zugs fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Ich hab doch schon ein paar. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Ein, zwei haben wir doch schon gefunden. Das ist mein Notizbuch. Ich war die letzte, die sich den Außenweltlern angeschlossen hat. Und ich bin auch die letzte, die noch übrig ist. Oh, es gibt Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Eins und wie haben wir? Vier von vier haben wir.
Du hast die Notizen von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig, weißt du, die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Jetzt haben wir jetzt abgegeben. Okay, von wem müssen wir jetzt noch was finden? Balthasars Buch brauchen wir noch, das müssen wir noch suchen. Ich finde das auch noch irgendwo. Außenweltler. Okay, dann gehen wir erstmal mal suchen. Was wir gefunden haben. Gehen wir zurück. In diese Mission mit Momo kann uns vielleicht weiterhelfen. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus.